Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich werde mal wieder einen verrückten Internettrend ausprobieren. Und zwar werde ich versuchen, die Taschenlampe von meinem Handy in ein Schwarzlicht zu verwandeln. Was ganz cool ist, was sich auch gerade ganz gut ergibt, weil ihr wisst ja, ich habe mir meine Haare, vielleicht wisst ihr es, dass ich mir meine Haare mit Fluorescent Glow getönt habe. Sieht jetzt hier gar nicht so schön neonfarben aus, wie es ist, aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr neonfarbenes Gelb. Und ich dachte, das ist auch mal der perfekte Moment, um das einfach mal auszuprobieren. Ich habe das jetzt schon öfters im Internet gesehen. Es ist jetzt auch schon so ein bisschen älter, also kann man es eigentlich nicht wirklich als Trend bezeichnen. Aber ja, ich wollte das schon länger ausprobieren und jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um es zu tun. Das Fluorescent Glow funktioniert und bei Schwarzlicht auf jeden Fall leuchtet. Das weiß ich auch schon, weil ich es schon mal verwendet habe. Es war ganz am Anfang meiner Directions-Phase sozusagen. Und ja, da habe ich in so einem Metal-Club festgestellt, dass das funktioniert. Ja, deswegen kann ich das natürlich super ausprobieren und ich würde sagen, ich höre mal auf zu sabbeln und jetzt geht's dann los. Ja, laut Internet soll das Ganze ziemlich einfach sein. Also ihr braucht dafür nur Tesafilm, einen blauen und einen lilanen Filzstift und natürlich euer Handy. Ja, und dann klebt ihr einfach so einzelne Streifen von dem Tesafilm auf den Blitz eurer Kamera. Und ja, die erste Schicht malt ihr dann über dem Blitz blau an. Danach klebt ihr noch eine Schicht Tesafilm drüber, die ihr dann wieder blau anmalt. Und danach kommt eine lilane Schicht. Ja, und das war's dann auch schon. Jetzt sollte theoretisch der Blitz von der Kamera sich in ein Schwarzlicht verwandelt haben. So, momentan seht ihr noch nichts, das wird sich aber jetzt ändern. Und hoffentlich werden meine Haare mega doll leuchten. Nö, irgendwie nicht. Das hier ist das besagte Schwarzlicht. Aber irgendwie ist das nicht wirklich der Effekt, den ich mir erhofft hatte. Auch wenn ich jetzt mal so rumschaue, naja. Normalerweise ist es ja immer so, dass bei Schwarzlicht alles extrem, also die weißen Sachen extrem hell leuchten. Aber irgendwie, nö. Ich weiß nicht, aber vielleicht sollte ich noch ein paar mehr Schichten von den Farben da drauf machen, weil vielleicht waren ja einfach die Filzstifte nicht pigmentiert genug. Ich glaube, das werde ich jetzt noch machen. Also das Einzige, was das jetzt bewirkt hat, ist, dass es extrem dunkel geworden ist. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist das jetzt auch nicht besonders spektakulär, oder? Also ich würde das nicht als Schwarzlicht bezeichnen. Ja, ich muss sagen, ich bin leider ein bisschen enttäuscht von dieser Methode. Also ja, so richtiges Schwarzlicht ist es auf jeden Fall nicht. Ich hatte mir vorher schon ein paar Videos angeschaut, wo die meisten Leute auch sagen, dass es sowieso im Prinzip dann kein echtes Schwarzlicht ist. Aber bei den meisten Leuten hat es schon so ein bisschen mehr geleuchtet. Ich denke, dass es wahrscheinlich an meinen Filzstiften lag, dass sie wirklich nicht pigmentiert genug waren. Was ich lustig fände, wäre, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wenn ihr mir dann in die Kommentare schreibt, ob das bei euch funktioniert hat oder nicht. Ja, wie gesagt, würde mich voll interessieren, ob das an den Filzstiften oder woran auch immer gelegen ist. Ja, wenn euch dieses Video und generell diese ich probiere verrückte Internet-Trends
Serie gefällt, dann würde ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen hoch freuen. Und ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Abos. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Tschüss!